New York, erster Abend. Ich sehe aus wie Tim Bensko. Ach, wir vloggen ja wieder, Leute. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir vloggen wieder. Guckt das Video vorbei. Ich will jetzt schon nicht mehr. Why is Sedgy und Tim Bensko gehen jetzt auf jeden Fall die Stadt erkunden. Findest du es überhaupt cute mit der Mütze? Ja, sehr. Ich gehe wirklich wahr, als würde ich mit so einer Gitarre gleich Musik machen an der Straße. So, wir haben auf jeden Fall ein Hotel in einer sehr tollen Lage und nicht wieder so ratchet wie das letzte Mal, als wir in New York waren. Weil wir sind jetzt wohlhabend. Weil wir sind jetzt wohlhabend. Übrigens vlogge ich jetzt ohne mein Mikrofon. Ich habe dafür aber jetzt ein gutes Licht, damit ihr auch mal alles besser erkennen könnt, nicht so wie in den letzten Videos. Und wir können raus. Hast du eine Karte? Ja. Save. Oh, ja. Save. Ja. Ich habe eine Karte. Und wir hatten zu Hause extra getestet, wie der Ton ist, ohne Mikrofon. So, das ist jetzt ein Testvlog. Wir fliegen heute nach New York und ich muss mal kurz das Mikrofon ein bisschen ausprobieren. Erzähl mal was. Ja, also wir sind in einer Stadt, da lebt man gefährlich. Jetzt gucken wir mal andere Geräusche. Ich mach Hintergrundgeräusche wie am Times Square. Ja, genau. Ja, okay, das ist sehr gut. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt zum Times Square. Und wenn ich jetzt auch so, mach mal Wind. Versuch mal Wind zu demonstrieren. Puste mal näher zur Kamera. Ja, auf jeden Fall befinden wir uns gerade am Times Square. Puste Dollar. Auf jeden Fall befinden wir uns gerade am Times Square und wir schauen uns jetzt das Empire State Building an. Auch hier oben auf dem Empire State Building. Ich hoffe einfach, dass es klappt, weil das Mikrofon nimmt so viel Platz in meiner Tasche weg, dass ich dann die Kamera fast gar nicht mehr mit in meine kleine Tasche reinfitten kann. Wir haben übrigens, wohin müssen wir? Eins. Ja, das hat übrigens 35 Stockwerke. Jedes Piepen ist ein Stockwerk. Ich krieg Druck auf den Ohren oder so. Wir sind auf jeden Fall am 28. von den 35. Boah, das war voll schnell. Wir sind jetzt out in der City. Man läuft aus dem Hotel raus, einmal um die Ecke, man sieht einfach schon den Times Square. Es ist so crazy. Ich bin jetzt das dritte Mal hier und ich komme nicht klar. Ich komme einfach nicht klar. Ich komme überhaupt nicht klar. Wir sind jetzt bei CVS und holen uns noch ein paar Snacks für heute Abend. Wir haben nämlich auch schon irgendwie 10:30 oder so. Ey, wie geil. Die haben ja einfach Takis als Pringles. Das ist cool. Wir zeigen euch jetzt, was wir gekauft haben und Noah hat einfach schon alles einmal geöffnet. Also, wir haben hier zunächst Pop-Tarts. Das sollte man in Deutschland mittlerweile eigentlich auch kennen. Das sind die krassesten. Da kann jeder sagen, was er will. Auf die Meinung zähle ich einfach mal nicht. Die einzige Meinung, die zählt, ist unsere eigene. Eben. Slay. Das sind meine absoluten Lieblings. Ich liebe die. Ich liebe die richtig dolle. Also ich liebe die wirklich ganz dolle. Kannst du aufhören, die ganze Zeit Knistergeräusche zu machen? Er guckt mich immer an, wie als würde er gerade Ärger von seiner Mutter bekommen oder so. Ich liebe die. Die sind so krass. Diese Mischung aus so salzige Brezel mit dieser Erdnussbutterschokolade. Geisteskrank. Wirklich krank. Möchte ich zu jeder Mahlzeit dazu essen. Dann haben wir was richtig Amerikanisches. Und zwar sind das Brezeln. Und da drinnen, dieser ganze Pot hat übrigens 10 Dollar gekostet. Und da drinnen, ich beiß das jetzt auf, damit ich euch das zeigen kann. Ha? Ich habe die Erdnussbutter mitgegessen. Auf jeden Fall ist da drin eigentlich Erdnussbutter. Das wäre eh voll eklig gewesen, wenn ich das jetzt gezeigt hätte. Ja? Hm. Dann haben wir Fritos mit einem Dip. Jalapeno Cheddar, den hatte ich noch nie. Das ist schon wieder richtig ekelhaft amerikanisch hier. Hm. Ew. Das ist voll ekelhaft. Das sieht richtig eklig aus. Das können wir jetzt gar nicht wieder zumachen. Richtig? Doch klar, du ziehst das ganze Ding ab und du hast ja nicht den Deckel für. War dann vorher so ein Ding drauf, wenn man einfach den Deckel drauf machen kann? Ja, weil sonst kann ja jeder Spasti im Supermarkt einfach kurz einmal so machen, seinen Finger einmal reinstecken. Das sind Fritos. Das ist echt ekelhaft mit dieser Öffnung und so, ne? Das sieht richtig eklig aus. Ist ja auch egal. Und wir haben noch Sweet Tea. Schmeckt aus der Flasche aber nicht so krass. Schmeckt eigentlich nur bei Mc's und so. Nächster Morgen und das ist die View, mit der wir aufgewacht sind. Und Leute, ich habe heute eine Überraschung für Noah. Eine richtig krasse. Ich habe das gleiche Outfit an wie gestern, weil ich habe so viel Geld für den Urlaub ausgegeben. Ich kann mir keine anderen Outfits leisten. Ich auch, Bruder. Siehst du auch das gleiche an?
Ja. Slay. Du hättest auch einfach nicht erwähnen können, wir hätten einfach so getan, als wären wir von gestern die ganze Nacht draußen geblieben. Spaß, Leute, wir haben Nacht durchgemacht. Wir sind immer noch wach. Wir sind jetzt in so einem Sandwich Club oder so heißt das, glaube ich. Und es gibt so geile Getränke hier. Snapple brauchen wir in Deutschland. Es ist so geil. Und guck mal, wie clean diese Dosen aussehen. Wie geil, bitte. Und die haben hier kein Powerade, sondern Gatorade. Richtig geil. Diese Minute Maids sind auch richtig beliebt in Amerika. Auch so Dunkin' Fertig-Eis-Coffee haben die hier. Das finde ich auch richtig geil. Würde ich mir nämlich jeden Tag reinziehen, wenn es das in Deutschland geben würde. Und hier haben wir gerade unser Sandwich bestellt. Das ist jetzt unser Frühstück. Ich habe so ein American Combo Sandwich und... Ich habe so Chicken. Direkt ein Taste-Test für euch. Ich weiß gar nicht, was da richtig drauf ist. Ich weiß nur, dass es American Combo hieß und ich nehme alles, was American heißt. Ist valid. Wir sind vom Plaza. Mach doch vernünftig. Okay, okay, okay. Also Leute, habt ihr schon mal den Film Kevin allein zu Hause Teil 2 in New York geguckt? Ja. Nein? Dann zeige ich euch jetzt, wo der Film sich abgespielt hat. Das war so scheiße. Ja, und hier gegenüber ist halt direkt das Central Park, Leute. Und hier bin ich, die nächste Attraktion. Wenn du jetzt die Wasserflasche aufhebst, bist du der Sozialste. Alter, das ist krass. Du bist so ein unfassbar guter Mensch. Noah sammelt überall Müll auf und er wirft auch nie seine Kippenstümmel, nie irgendwie auf den Boden. Er wartet immer, bis er einen Mülleimer findet. Das finde ich so krass, das finde ich richtig, richtig toll an dir. Das. Leute, das ist ganz wichtig. Wenn jeder das machen würde, dann würde es auch nirgendwo verschmutzt sein, weiß ich. Fact, wenn einfach jeder seinen Müll wegwerfen würde. Also das klang gerade so, als würde ich das nicht machen. Ich habe ja auch meine leere Flasche hier gerade in meiner Tasche und warte auf den Mülleimer. Achtet auf eure Surroundings. Period. Ist das echt ein Eichhörnchenpark? Oh mein Gott, Leute, hier sind so viele Eichhörnchen, oh mein Gott. Hä, wie süß. Oh, ich will das auf die Hand nehmen. Herr Slay, er kann voll coole Tricks. In diesem Bereich dürfen auch maximal nur 20 Personen, stand er eben auf dem Schild. Also ich glaube, das ist wirklich einfach so ein Hangout-Spot für die Squirrels. Hä, er kommt zu mir. Okay, scheiß drauf. Noah kriegt heute noch ein Weihnachtsgeschenk von mir. Yes, sir. Und hast du dabei? Nein. Wir müssen aber auch noch dahin fahren und das holen. Was? Ja. Ist es groß oder ist es klein? Groß. Hä? Es ist nichts zum Anziehen. Nein, nichts zum Anziehen. Also, wir rätseln jetzt ein bisschen. Eva bestellt gerade im Uber. Ich darf natürlich nicht sehen, wohin, weil wir jetzt mein Geschenk abholen. Weil wir mal Street-Interviews machen mit ein paar Leuten hier. Ich habe da jemanden geeigneten gefunden. Ganz kurz, wie viel ist dein Outfit wert? Hör auf damit, ich muss noch was machen. How are you? Hi. Okay, you cannot say anything about where we're going, because it's a surprise for my boyfriend, alright? Sure, no problem. Okay, thank you. Nein. Nein. Ich musste sagen, dass das was Materielles ist, dann hättest du das vielleicht gecheckt. Nein, aber nicht. Thank you, have a good day. Was haberst du? Ja, aber nicht. Ja. Jetzt? Ja. Was? Ja. Digga, wie krass. Für 20 Minuten fliegen wir jetzt über New York. Ja, aber kein Scheiß. Ja. Digga, wie geil, Junge. Leute, ich hatte so eine krasse Überraschung. Und jetzt meinten die, wegen dem Wetter können wir nicht fliegen. Also jetzt wohl noch, also aber unser Flug wäre erst in einer Stunde und das darf nicht. Oh, das tut mir so leid, Schatz. Was für Scheiße. Oh nein. Ja, also wir haben es jetzt reschedulen können für 2 Tagen. Boah, wie unnötig. Was eine Kacke. Wir laufen stattdessen jetzt nach Soho und müssen hier komplett durch dieses Bankenviertel durch. Und da vorne steht so ein Bulle, so eine Statue da. Und das soll halt Glück bringen, wenn man ihn an seinen Ding-Dongs streichelt und kraut. Aber das hier ist einfach die Schlange, weil die einfach alle einmal seine... Ja, da sieht man die. Das ist so random, diese Schlange, Junge. One thing about me, ich bin ganz, 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 ganz schlimm obsessed mit meinem Wasserbecher. Wirklich, das ist richtig schlimm. Glaub mir, der kommt überall mit hin. Ich laufe wirklich mit so einem fetten Becher durch die Stadt und laufe dann ganz casual so zu H&M rein und so. Ich nehme meinen Becher überall mit mir hin. Ich habe mir jetzt aber nicht mit nach New York, weil ich mir tatsächlich vorgenommen habe, mir hier noch einen zu kaufen. Ich lehne es nämlich ab, mir die in Deutschland zu bestellen, weil ich einfach auch American bin. Und jetzt suchen wir uns jetzt eine Farbe aus. Noah sagt Orange. Ich finde Blau, glaube ich, cool. Orange ist aber was anderes, Digga. Orange ist schon echt crazy. Und dieses Mintgrün finde ich aber auch richtig schön. Oder sollen wir nochmal warten, nochmal auch bei Target und so gucken? Safe. Die sind hier übrigens auch viel günstiger als in Deutschland. Leute, es schneit. Ich habe mir so dolle gewünscht, dass es schneit, wenn wir in New York sind. Aber es schneit nur ein bisschen. Es muss noch ein bisschen doller schneien. Seht ihr auf meiner Mütze? Oh mein Gott, es schneit in New York.